bringen, der noch mehr Bugs aufwirft. Ja, und tja, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf auf das Game. Außer jetzt im Sinne des Let's Plays. Gesammelte Menge. Leicht ernte erhöht die Wirkungsdauer von Sammelgeschwindigkeiten. Zack, zack, zack. Wir brauchen halt immer noch ein paar wenige Bärchen und dann haben wir schon. Haben wir jetzt zumindest einmal fast alle Quests hier fertig. Wir könnten gleich noch ein paar Dämonendornrang töten gehen. Ich glaube, das machen wir dann auch. Dann haben wir jetzt in einer Folge, also in einer Folgenreihe, ist ja jetzt eine wirkliche Massenaufnahme, die ich jetzt hier mache für mehrere Folgen. Haben wir wirklich in einer Folgenreihe mal eine ganze Reihe von Quests abgeschlossen. Ohne große, ich sag mal, Schnitte. Katz und so. Dort oben ist noch ein Bärenkadaver, okay. Die Vorahnung des Lehrlings des Vaters. Wieder eine Quest fertig, wunderbar. Und jetzt müssen wir hier den Dämonendornrank noch töten. Den König der Dämonendornranken brauchen wir noch nicht, das ist gut. Der König der Dämonendornranken ist, glaube ich, der am schnellsten respawnende Elite-Mob. Der respawnt so verdammt schnell. Das ist echt heftig. Ah, Rucksack schon wieder voll. Ach, nee. Nee. Kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das erinnert mich jetzt gerade an einen Kommentar unter einer der Legend of Zelda Folgen. Ich habe irgendwie Kiste oder sowas so ganz komisch ausgesprochen und da kam dann als Kommentar, sprichst du Französisch? Nein, um das mal hier jetzt an im Roots of Magic Let's Play aufzuklären, ich spreche kein Französisch. Ich spreche eigentlich nur Deutsch und Englisch. Und habe in der Schule als zweite Fremdsprache hatte ich dann noch Latein gehabt. Dämonendornrank brauchen wir auch noch. Wir wollen also nicht nur die blutdürstigen Versionen, sondern auch die normalen Versionen. Ach du Scheiße, das kann ja noch ein bisschen dauern, bis wir den ganzen Quest dann hier fertig haben und abgeben können. Aber es gibt jede Menge Dämonendornrankensamen. Und Bestiengebull. Aber die Frame-Einbrüche sind schon heftig mit dem Bestiengebull. Das muss man schon sagen. Unbekannte Samen. Muss ich die irgendwie erst jetzt untersuchen, die unbekannten Samen? Nö. Ist auch ein Quest-Gegenstand für irgendetwas. Eps. Eine Dämonendornranke. Und noch ein unbekannter Samen. Na gut, wir müssen die Dämonendornranken müssen wir nur töten. Nicht so wie die Blutrüstung, davon brauchen wir ja ein bisschen was. So, hier, zack. Dann ist unbekannter Samen entweder von einem zugeschaffen, verwendet dann die Erde, die Eno euch gegeben hat, um die Samen einzupflanzen. Eno hat uns Erde gegeben. Wo haben wir denn hier Erde? Ich sehe jetzt gerade hier keine Erde. Seht ihr die Erde? Ja, wo ist die Erde? Könnt ihr sie sehen? Erinnert mich jetzt gerade wieder an diese ganzen Kindersendungen. Ja, wo ist das Meer? Könnt ihr es sehen? Und die Figur steht direkt mitten vor dem Meer. Das ist irgendwie Kindheitsverblödung. Anders kann man das nicht nennen. Was wollen die mit unserem Nachwuchs machen, die vom Fernsehen? Das ist schlimm. Wollen wahrscheinlich unsere Kindheit verblöden, bevor sie groß wird. Und dann an ein Opfer unserer ein Opfer ja, von irgendwelchen Industriemächten zu sein und so.
einfach zu funktionieren und so, ne? Ihr wisst, worauf ich vielleicht hinaus möchte. Oder auch nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust, da umfangreich zu schwafeln. Zumindest jetzt gerade nicht. Stattdessen... Gehen wir mal rüber auf die andere Seite zum Schnapsbrenner. Es gibt noch mehr Dämonen, Dornranken und sowas alles. Vielleicht können wir dort ein bisschen besser und effektiver sammeln. Verwendet er noch die Erde, die Eno euch gegeben hat? Ja, wo finde ich denn die Erde? Ich gehe jetzt mal ganz langsam meinen Rucksack durch. Nein, ist keine Erde, keine Erde. Das ist ein Umhang, den ich sowieso wegschmeißen kann, weil er nichts mehr wert ist. Nein, 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 wird das übrigens nervig? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, werden wir uns mal später damit beschäftigen müssen. So. Da ist noch eine blutschunstige Dämonendornranke. Sind es keine Dämonendornranken? Das sind nur immer Dämonenranken. Wieso nenne ich sie immer dann Dämonendornranken? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bleibe sogar bei Dämonendornranken. Irgendwie hört sich das ein bisschen schöner an. Ah, deshalb nenne ich sie Dämonendornranken. Weil die normalen Dämonendornranken heißt, aber die anderen heißen Dämonenranken. Haha. Jetzt seid ihr auch, woher ich das habe. Ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, wenn ich sowas so nenne, ne? Ich meine, kann zwar schon von irgendwo herkommen, aber im Regelfall hat es irgendwie einen Hintergrund. Woher bei mir Bezeichnungen kommen. So, wir müssen ja noch Dämonenkrautkeimlinge sammeln. Für eine ernsthafte Gartenarbeit. Ich meine, ich arbeite auch immer unglaublich ernst im Garten. So, 41 habe ich begonnen. Der Teil ist, wenn ich genug Folgen zusammen haben möchte. Ja, 40 plus 19 sind die volle Stunde. Und dann 45 minus 19. Ja, ja, rechnen. Ratter, ratter, ratter. 31, 22 Minuten noch. Gut. Also bis 12.22 werde ich aufnehmen. Wir sind gerade bei 12.05, also sind es immer noch 17 Minuten, ja. Also eine Folge wird sogar noch in dieser Aufnahmesession. Nee, nee, du verfolgst uns ja nicht. Das bist du ganz, ganz böse. Ein bisschen jäten. Müssen wir noch ein paar Dämonen Ranken haben. Na gut, immerhin die ernsthafte Gartenarbeit haben wir so gut wie fertig. Und wenn wir dann die ganze Quest fertig haben, das wird schön. Wir haben auf einen Schlag, bam, bestimmt schon bald Stufe 29. So viele Quests, die wir da abgeben werden gleich. Wir werden ja jetzt schon durchs Level, durchs Monster kloppen, werden wir schon bestimmt Stufe 28. Könnte ich mir schon gut vorstellen, fast. Und dann, bam, ganz auf dem Quest abgeben. 29 incoming. Es wird vielleicht nicht auf Anhieb 29 sein. Aber wir werden uns ziemlich nah ran nähern. Schon auf einen Schlag. Ich frage mich nur, was es mit der Erde ist. Wo ich die Erde finde nochmal. Vielleicht liegt die auch irgendwo noch bei Eno. Ich habe wirklich, diese Quest ist schon ewig her, dass ich sie gemacht habe. Muss ich ja leider zugeben. Ist wirklich schon ewig hier, über 2 Jahre. Insgesamt, dass ich hier im Astantal mal gequestet habe. Und Österhochland, ja, ist noch schlimmer, weil ich da damals wirklich
meine ich, ziemlich schnell durchgekommen wäre. Das heißt, ich kann mich dann nicht sehr viel erinnern. Ich kann mich an die Orte, kann ich mich noch gut erinnern, weil vom Österhochland ist ja eine eisigere Version, während... War das während Weihnachten? Ja, während Weihnachten verfügbar gewesen. Da konnte man dann in das Schneeland gehen. Man musste, also es war nicht wirklich hart, jeder konnte dort reingehen. Man musste aber gut koordinieren können, am besten zu zweit. Noch besser zu, was weiß ich, wie vielen, also zu endlos vielen, gut koordinieren können, damit man da wirklich gut durchkam. Das war wirklich wieder etwas, woran ich richtig, richtig viel Spaß hatte, muss ich einfach so zugeben. Oh, die Dämonen-Dornranke ist Stufe 30, gegen die wir jetzt gerade gekämpft haben. Hoppala. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, was die für ein Level haben immer. Ich habe einfach gekloppt. Na gut, ich bin ja auch bekloppt. Da ist ja wieder eine Grissenralle. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass ich gerade ein bisschen schizophren spreche. Aber keine Sorge. Ich bin nur ein Player. Die müssen alle ein ganz kleines bisschen schizophren sein, damit sie dann vom PC mit sich selbst reden. Ja, die letzten Dämonen-Dornranken werden attackiert. Zack. Jetzt weiß ich auch, warum wir die nur noch so wenig Schaden gegen die Viecher machen. Haha, wir haben kein Sandwich mehr gefressen. Omnomnomnomnom. Das habe ich ja schon fast wieder vergessen. Dieses Omnomnomnomnom. So. Last but not least. Dämonen-Dornranken haben wir komplett. Und ein Level haben wir jetzt auch komplett. Wunderbar. Wunderbärchen. Müssen wir also jetzt hier erstmal kurz aus dem Weg gehen. Ich möchte nämlich in aller Ruhe skillen. Stufe 28. Und wir haben sogar eine neue Fähigkeit erhalten. Verteidigungsnetz. Er reduziert den erlittenen magischen Schaden des Ziels für 5 Sekunden um 50%. Und es kann, wird sogar noch mehr, wenn man das ein bisschen auflevelt. Das ist heftig. So, erstmal hier. Zack, zack, zack. Die drei Hauptskills müssen ja immer gelevelt werden. Ich kann hier einfach mal kurz gucken. Work. Ich kann das schon gar nicht mehr weiter aufwerten, weil die Aufwertung schon auf Stufe 1 jetzt so verdammt viel kostet. Na gut, aber es sind... Er erhöht pro Stufe um 2,5%. Das heißt mit 20 mal 2,5... 100%? Was? Das macht... Das heißt, wenn das volle Pulle auf... gelevelt ist... reduziert es den magischen, erlittenen magischen Schaden um 100%? Ach du Scheiße. Und das für 5 Sekunden. Nicht schlecht. So, ich wollte ja die Dunkelheitsmagiekraft weiter erhöhen. Und dann können wir ins Bestiengebäude noch 2 Stufen reinbringen. So. Der sieht schon mal mittlerweile ein bisschen besser aus. Okay, jetzt gucken wir nochmal schnell. In Silberfall gehen wir mal kurz zum Eno hin und gucken, ob wir dort eben die Erde haben, in die wir das einpflanzen können oder so. Entweder eine Dämon oder verwendet ihr nach die Erde, die Eno euch gegeben hat. Eno ist dieser Schamane, ne? Schamane. Ich hab Issam. Noch 2 DDs und ein Heiler. Cool, ich Mementos farmen. Ach ja, die guten alten Mementos. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob in der neuen Instanz gibt es, glaube ich, überhaupt keine Mementos mehr. Ich weiß zwar nicht, welchen Kurs die jetzt anstreben, aber irgendwie wollen sie wohl da von loskommen. Okay, wir geben die ganze Quest jetzt einfach volle Pulle ab. Endstaub. Ich verkaufe ihm kurz. Und dann gehen wir mal massig Quest abgeben. Quests abgeben, nicht massig Quest. Sondern eben halt die Mehrzahl Quests. So, zack, 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 zack. Bing, 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 bing. Das ist ein schönes Geräusch, wenn das Geld in der Tasche klimpert. So. Hier um die Ecke ist der nächste, den wir noch eine Quest abzugeben haben.
Die Zeremonie. Bis jetzt haben wir ja wirklich für jede Quest, die wir abgegeben haben, eine neue Quest bekommen. Seltsamer Wilderkeiler. Wir haben, glaube ich, auch hier nochmal ein paar Äste gesammelt. Die können wir eben kurz abgeben. Ja, wir